Das Eidersperrwerk. Ein Bollwerk aus Beton und Stahl. Zum Schutz vor den Naturgewalten der Nordsee. Zur Verbesserung der Vorflut und Aufrechterhaltung der Schifffahrt auf der Eider. Die Anforderungen an solch ein Projekt konnten nur durch ein Mehrzweckbauwerk erfüllt werden, das zusätzlich eine Landverbindung zwischen Eiderstedt und Dithmarschen schaffte und die Verkehrsanbindung verbesserte. Während der Planung und in der Bauphase des Sperrwerks wurden die Ingenieure immer wieder vor Mammutaufgaben gestellt. In nur 6 Jahren und mit einem gigantischen Aufwand an Baumaterial und menschlichen Ressourcen wurde das Eidersperrwerk 1973 fertiggestellt und als ein Jahrhundertbauwerk am 20. März 1973 von Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg feierlich eingeweiht. Seit der Fertigstellung hat das Sperrwerk bis heute jedem Sturm standgehalten und jeden einzelnen Tag seine Aufgabe erfüllt. Volker Sönksen ist Sperrwerksleiter und verantwortlich für den reibungslosen Betrieb. Ich bin nur 41 Jahre in dieser Verwaltung, aber seit 12 Jahren hier auf dem Eidersperrwerk. Ich bin mal als junger Beamter hier angefangen. Wir haben hier 2 Schichtdienstbetriebe, einmal hier oben im Leitstand, einmal in der Wartung für die Technik. Das Sperrwerk hat 3 Grundfunktionen. Einmal natürlich Abwehr von Sturmfluten, Entwässerungsbetrieb. Wenn das Binnenland starke Regenniederschläge hat, muss hier entwässert werden. Und eben auch Aufrechterhaltung der Schifffahrt. Das heißt, hier in der Tiedeeider, diese 30 Kilometer bis zum nächsten Sperrwerk Nordfeld, können wir hier einen konstanten Wasserstand halten. Das Seezeichen-Motorschiff Wulf Isebrand ist auf dem Weg nach Tönning. Von der Nordsee kommend passiert es das Eidersperrwerk und muss geschleust werden. Eiderlok Wulf Isebrand, wir würden gerne einmal rein. Wulf Isebrand, Eiderlok, ja, ich mach die Schleuse klar, ihr könnt gleich einlaufen. Die Schleuse des Eidersperrwerks gleicht die Wasserstände zwischen See und Binnenseite aus, damit der Schiffsverkehr zu jeder Tages- und Nachtzeit gewährleistet ist. Circa 180 Schiffe passieren im Monat die Schleuse. Das entspricht in den bisher 46 Jahren des Bestehens der Anlage über 100.000 Schleusungen und unterstreicht die Wichtigkeit dieses Bauwerks. Das Eidersperrwerk gewährleistet bei Hoch- und Niedrigwasser die Schiffbarkeit der Eider und hat mehr als 1000-fach die Vorflutregulierung garantiert. In dieser Zeit wurde das Hinterland bei mehr als 200, zum Teil sehr schweren Sturmfluten geschützt. Neben dem Normalbetrieb, das heißt, das Wasser kann ungehindert ein- und ausströmen, gibt es 3 weitere Hauptfunktionen. Regelbetrieb mit Flutdrosselung, Sielbetrieb Flutstrom und den Sturmflutbetrieb. Bei der Flutdrosselung werden die Außentore teilweise geschlossen. Dies bremst die Flut ab, um die Versandung der Eider zu reduzieren. Der Sielbetrieb Flutstrom ist gerade bei starken Regenfällen besonders wichtig. Hierzu wird die Außenseite des Sperrwerks ganz geschlossen und somit die Flut ausgesperrt. So kann das Hinterland in die Eider entwässern. Bei einsetzendem Ebbstrom werden die Tore geöffnet und das angestaute Wasser fließt auf die Nordsee hinaus. Im Sturmflutbetrieb werden alle Sielverschlüsse frühzeitig heruntergelassen. Das Nordseewasser kann somit nicht in die Eider hineinlaufen. So wird verhindert, dass bei extrem hohen Wasserständen das Hinterland meterhoch unter Wasser gesetzt wird. Durch die hohen Belastungen und die Naturgewalten der Nordsee muss das Eidersperrwerk kontinuierlich gewartet, instand gesetzt und saniert werden. Marco Badenhagen ist Bauingenieur für die Instandsetzung und Wartungsarbeiten auf dem Eidersperrwerk und auf einem Kontrollgang. Wir stehen hier auf einem von 4 Wehrpfeilern des Eidersperrwerks. Der Wehrpfeiler ist auf einer 2 Meter dicken Fundamentplatte gegründet und unter dem Fundament befinden sich 25 bis 30 Meter lange Stahlpfähle. Insgesamt sind über 600 Stahlpfähle
verbaut worden. Das heißt, wir haben über 18.000 laufende Meter Stahlpfähle. An Beton wurden über 50.000 Kubikmeter Beton verbaut. Der Stabstahl und der normale Stahl beträgt 6.000 Tonnen für das Eidersperrwerk. Und wir haben insgesamt 18.000 Quadratmeter laufende Spundwände hier in den Vorhafenbereichen. 24 Stunden rund um die Uhr sind die Trupps im Dreischichtbetrieb im Einsatz und gewähren einen reibungslosen Ablauf aller Funktionen des Sperrwerks. Olaf Petersen ist schon seit 27 Jahren technischer Leiter des Wartungstrupps. Bei Störfällen und technischen Problemen führen ihn seine Rundgänge in die tiefsten Verbindungsschächte des Bauwerks. Die Männer stehen ständig miteinander in Funkkontakt, um bei Störfällen schnell und gezielt eingreifen zu können. Olaf, wo bist du jetzt? In der Öffnung Vierhausen. Was ist da denn? Ja, der Zylinder Nordseite. Schiefstellung, einmal begradigen das Ganze. Ja, okay. Um ein 250 Tonnen schweres Tor bewegen zu können, sind gigantische Hydraulikzylinder erforderlich. Die Steuerung wird den modernen Anforderungen ständig angepasst. Doch die ältere Technik funktioniert bis heute in allen Silkammern einwandfrei. Wir sind hier in der Silkammer 4 außen. Hier ist der Hydraulikantrieb für die Öffnung 4 außen. Von hier aus wird das Tor einmal geöffnet und einmal geschlossen. Das Eidersperrwerk ist ein Sperrwerk, das die Sturmfluten absichern soll für im Hinterland. Das heißt natürlich entsprechend auch, dass die Anlagen 24 Stunden rund um die Uhr gewartet sein müssen, damit auch bei jedem Fall die Tore geschlossen werden können. Die Sturmflut vom Februar 1962, die bisher schwerste Sturmflut an der deutschen Nordseeküste, mit 315 Toten und über 120 Deichbrüchen, war der Auslöser für den Generalplan Küstenschutz. Dieser sah vor, in der Eider eine mündungsnahe Abdämmung zu bauen, die die Deichlinie von 60 Kilometer auf nur 5 Kilometer verkürzen sollte. Im folgenden Eider-Vertrag wurden der Bau und die zu erfüllenden Aufgaben des Eidersperrwerks festgeschrieben. Die Bauträgerschaft übernahm das Land Schleswig-Holstein. Die Baudurchführung, die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Bis heute schützt und sichert das Eidersperrwerk das Hinterland von Eiderstedt, damit sich die Katastrophe von 1962 nicht wiederholen kann.